So, wir fahren fort. Gehen wir nochmal in den Shop? Nö. Wofür auch? Ist das hier richtig? Ja. Klar. Ach komm, ich habe genug Munition dafür. Weil jetzt nicht affig hier werden. Nein. War das nur zwei? Nein! 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 Ja. Tastenbelegung, ne? Eine Taste für 100 verschiedene Dinge. In diesem Fall das Viecher abschütteln und das Betätigen des Aufzugs, so der Aufzugsteuerung. Ja, ganz toll. Gut. Hinzu kommt noch Nachladen, wenn man L1 gedrückt hält. Ganz ruhig, Alex. Tut alles gut. Ich lade mal alles nach, ne? Man weiß ja nie. Gut, die ist immer wieder voll. Wie ist immer auf 12, ich weiß auch nicht. Ja. Na gut, hier kann man es von oben begutachten, das Ganze. Wir sehen zwei Lüftungsschächte. Ein Energieknoten, der ist sehr praktisch. Stichwort Werkbank. Jetzt habe ich gerade den Part beendet, jetzt muss ich auf Toilette. Super. Ja, dann... Ich heile mich mal. Gut. Ladung 8772 gezündet. Gewinner unterwegs registriert. Alle Funktionen normal, sendet über Breitband. Bleibt nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu, als ob alles in Ordnung wäre. Okay. Der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Hi. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Okay. Alles muss man selbst machen. Gut, gut. Das geht noch so. Wir sind jetzt das ausgewichen. Hier auf ganz, ganz dünnem Eis gerade. Hier ist auch ein Problem. Das war's? Hä? Wieso war's das schon? Hä? Okay. Ja, ja gut, ich will mich jetzt nicht beklagen, um Gottes Willen. Ich find's gut, dass das schon war. Also ich bin ein bisschen entsetzt gerade. Ja, gut. Da habe ich umsonst alles nachgeladen. Hm. Ich bin ein bisschen enttäuscht und traurig zugleich. Naja gut, alles klar. Dann können wir jetzt zurück zur Brücke. Ne? Im Schweinsgalopp. Okay, Werkbank. Ja, eigentlich brauche ich da nichts, weil ich habe ja... Nee, ich behalte das erstmal. Das Knötchen. Das sind ja zwei Knötchen. Irgendwie ist mir gerade kalt. Halbleiter Gold, den verkaufen wir natürlich sofort. Das bewegen wir. Oh, das bewegen wir, das bewegen wir. Das bewegen wir sowieso. Ja, eigentlich kann ich hier die Puls... Dings ja wieder weglegen, weil ihr habt ja jetzt die Sekundärfunktion gesehen. Die ist einfach nur dafür da, wenn man umzingelt wird, dass man quasi einen Rundumschlag macht, dass man sich ein bisschen befreit. Dafür habe ich die Energiekanone, die ist deutlich effektiver, also. Komm, Impulsprojektile weg, Impulsgewehr weg. Energiekanone ist eine Hammerwaffe, die behalten wir, Rüberklingen sind super, Strahlenkanone ist super. Dann...
Laserkanone, da, ja. Haben wir ja schon gesehen. Flammenwerfer. Ne, ich habe die Kanone, brauche ich nicht. Also, dann nehme ich einfach mal Plasma-Cutter wieder mit. Das sind eigentlich so die vier Waffen, die besten, kann man sagen. Plasma-Cutter ist so für alles. Ripper ist hauptsächlich für die normalen Necromorphs, also diese, die ersten, die wir gesehen haben. Energiekanone ist einfach, um sich, egal welchen Feind vom Leib zu halten, einfach so jeden. Und Strahlenkanone, klar, für etwas schwere Gegner. Oh. Informationen haben wir nicht, was kommt da? Oh, ein. Oh, warte mal, vielleicht können wir ja. Vielleicht können wir doch den Knoten nutzen. Ich muss mal gucken. So viel Zeit muss jetzt dann doch sein. Werkbank. Plasma-Cutter. Nein. Nein. Eindeutiges Nein. Strahlen. Ja gut, die Mine haben wir ja schon gesehen. Mine macht dann Sinn, wenn man weiß, dass die Gegner von da kommen werden. Da macht die Mine durchaus Sinn. Aber ansonsten nicht. Haben wir Rick. Brauchen wir nicht, ist halb voll. Chinese ist voll. Stase. Können wir machen, wenn die. Wenn die Munition, sage ich jetzt mal, leer ist, also die Energie. Gut, dann machen wir. Nehmen wir die Breite. Gut. Ist die breite Strahlenkanone. Also strahlte Strahlenkanone ist jetzt breiter. Sozusagen. Ja, ich denke mal, das sind die vier Waffen, die ich jetzt bis zum Ende nehmen werde. Weil Laserkanone ist einfach zu langsam. Dafür sind die Gegner hier im Spiel viel zu schnell. Macht keinen Sinn. Cool. Hoch. Hoch. Und zwar Verarbeitung, Vorbereitung. Ich schätze mal Vorbereitung, oder? So. Da wir schon gebrandmarkt sind, nehme ich jetzt mal den Ripper. Lad nochmal spontan nach. Ach nee. Das musst du jetzt. Ich hab geschossen. Eigentlich. Okay. Ja. Also wenn so viel mit diesem gelben. Wo bist du? Nein, der Kopf ist ganz gefährlich. Der ist ganz gefährlich. Ah. Boah. Das reicht doch, Menschenskinder. Wieso kannst du überhaupt Schmerzensschreie ausstoßen, wenn es einfach nur so ein Gliedmaß ist? Hat doch keine. Weiß ich nicht. Mal? Macht keinen Sinn. Ja, okay. Dann sind wir einmal hier, nehmen wir noch Medipacks mit, zwei Stück. Wobei ich auch jetzt hier die Rig hätte auftunen können. Ist gut, wie gesprungen, ist egal. Kriegen wir beides hin. So, bewegen, alles klar. Haben wir. Das Hetze knackt heute wieder so wundervoll. Ich mache einfach nichts und es knackt. Das ist das Geile, so weiß ich nicht. Oh, das ist schon die Station. Zurück zur Brücke. Jupp. Dies war Kapitel 8. Also, kommt jetzt mal hier natürlich. Kapitel 7 ist abgeschlossen. Wie viele Parts haben wir jetzt eigentlich? Weiß ich gar nicht. Fortschritt speichern, ja. Es gab ja wieder ein paar Tage Pause, leider. Tut mir sehr, sehr leid, aber ja, es geht momentan einfach nicht anders. Und ich werde wahrscheinlich, weil ich habe ja am 20.12. mein Einjähriges, habe überlegt, ob ich da so ein kleines Special-Video mache. Ich weiß es noch nicht mit Gewissheit, aber wahrscheinlich schon. Und da werde ich auch dann euch nochmal vorwarnen, dass es
jetzt zu Beginn des neuen Jahres auch wieder sein könnte, vor allem so im März vor allem, ja, dass einige Tage, vielleicht sogar Wochen, weiß ich nicht, dass es vielleicht keine Videos gibt, aber das alles noch Zukunftsmusik. Keine Ahnung. Jetzt geht es erstmal um Dead Space, das werden wir bis März, denke ich, Es scheint aufwärts zu gehen. Gerade ist ein fertig neues haben. Kehrschiff aufgetaucht, die USM Valor. Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der COM-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der COM-Anlage. Die Frau, die kann so schnell reden, ne? Das ist unglaublich. So. Also, Rückkehr zur Brücke. Attention. Das hört sich nicht gesund an. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst so ein bisschen gerade, weil ich nicht weiß, was mich jetzt erwartet. Ich habe eine Ahnung, aber oh, ich weiß nicht, Leute. Ich nehme noch was mit. Ich nehme noch was mit. Das ist mir alles nix. Das ist mir alles echt nix. Stasi-Pack habe ich. Aber es war kein vergesse, wie diese Viech heißen, diese ganz fetten. Irgendwas mit Brutal oder Brut heißt es, glaube ich, einfach nur. Aber das war das aber nicht. Das war irgendwas anderes. Und die Kanone ist ja. Nein, es ist nicht voll. Nein, das ist einfach eine Lüge von mir. Ich schäme mich auch gerade ein bisschen. Was war das denn? Gut, wir werden es jetzt bald erfahren, schätze ich. Gut. Ich will gucken, was das war. Das muss ja hier drin sein eigentlich. Aber den übersehen damals? Krass. Wieso ist das nicht so? Was war das denn? Mach mich doch nicht, dass ich kirre, Mann. Gefährliche Ja. Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Jetzt ist es natürlich doch ärgerlich, dass wir Impulswaffe haben, also in den Dings gelegt haben. So, aber ist das Ding schnell. Leck mich doch an. Ja, okay. Ich war weit genug weg zurück. Alter, sind die Viecher schnell. Ich habe für mich, ich habe keine andere Waffe jetzt als im Plasma Cutter. Lauf, lauf, lauf! Alter! Ewig so weitergehen. Hallo? Alter. Wollt ihr mich verpulten? Was ist denn hier los? Oh, 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 oh. Lass mich bitte kurz in Ruhe. Die waren ja auch bestimmt. Okay, ich habe echt ein Problem. Ah! Geh runter von mir, du stinkst! Ach, ah, ah.
Okay, das Krabbelvieh lebt noch. Genau das hier. Gut, das habe ich gut. Das habe ich gut durchtrennt in der Mitte. Uiuiuiuiui. Wow. Wow. Das war cool. Ja, also die Viecher mit diesem, mit den Säcken, die habe ich jetzt mit dem Ripper gekillt. Also mit dem Sekundärfeuer des Rippers. Weil ich keine andere Waffe hatte. Ich wollte dafür keine Strahlenmunition vergeuden. Achso, hier können wir. Ah, stimmt. Ist ja jetzt offen. Falls ihr euch fragt, warum heilt der Alex sich nicht? Beziehungsweise warum heilt der Alex den Isaac nicht? Ne? Das bin ja nicht ich, den ich selber spiele. Also, ich bin ja kein Ingenieur. Vor allem nicht im Weltraum, vor allem nicht in der Zukunft. Mein Freund ist auch nicht Nicole. Ja, ich gehe jetzt nämlich die Rig erweitern. So. Lange Rede, absolut gar keinen Sinn. Wobei ich auch die Energiekanone. Ah, wie viel habe ich denn für Knoten? Habe ich drei? Ne, ich habe nur zwei, ist egal. Aber die Knoten. Ja, ist leer. Perfekt. Perfekt, dass die Waffe leer ist. Super. Keine Munition haben. Top. Ein Traum. Der Traum eines jeden Spielers. Bin ich bescheuert? Ich dachte, ich hätte. Gut, Trefferpunkte erhöht. Ne, das machen wir anders. Das machen wir jetzt ganz anders. Ich kaufe mir nämlich noch einen Knoten. Also eigentlich kaufe ich mir zwei. So, jetzt haben wir einen Balken mehr an Energie. Also Trefferpunkte, weil Energie ist ja wieder eine andere Geschichte hier, nämlich die Energiekanone. Da muss man ein bisschen differenzieren sozusagen. Ist da was? Nein. Oh, mein Rücken, das tut so scheiße weh. Oh. Uiuiui. Na gut, das verkaufen wir. Das braucht kein Mensch. Neuer Anzug? Ne, Anzug haben wir schon. Gut, dann. Dann. Energieknoten, Energieknoten. Danke. Ich dachte, wir hatten nur den dritten Anzug. Aber wir haben schon den vierten, okay. Okidoki. Ein paar Minuten haben wir noch. Also jetzt aber. Oh, Schaden wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja. Scheiß. Ist egal. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Da müssen wir eh lang. Also ist da unten das Ding kompletter Quatsch. Zack. Nachladen. Brauchen wir nicht. Was? So. Und wir gehen jetzt einfach mal ohne Knoten durch die Gegend. Das mache ich sehr, sehr ungern. Normalerweise, aber in diesem Fall mache ich mal eine Ausnahme. So, okay, wir müssen da lang. Hier rein wahrscheinlich, oder? Jo, wer hätte es gedacht. Rückenschmerzen haben und den Drang verspüren, zur Toilette gehen zu müssen. Ganz tolle Kombination. Und wir sind auf Ebene 1 oder was? Keine Ahnung, Ebene 2. Ah, ne, Ebene 1 ist kaputt. Ah, okay, dann müssen wir auf Ebene 2, dann müssen wir auf Ebene 3. So rum. Ja. Isaac, die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt offen, aber ich kriege über die Comms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein. Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Tja, das kann nicht nur der Dr. Mercer sein, oder? Der kranke Spinner. Es ist äußerst dunkel. Munition. Was steht hier? Ishimura Crew Members. Ja. Ja, genau. Ich würde ja gerne demonstrieren, wie schnell man wegen den Viechern sterben kann, aber ich möchte nicht sterben. Von daher. Warum triffst du das Ding denn nicht? Bist du besch.
Gut. Oh! Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Gut. Wir sind ja hier ein bisschen in Deckung. Scheiße, das ist mal kacke. Scheiße, das ist mal kacke. Das trifft mich nicht, das Vieh. Auf die, das Ding zu bewegen. Okay, ist einfach nur schlecht. Ah! Ja, einfach tot direkt bestimmt. Ich hoffe, wie geil das hier nervt. Hahaha, hast du gedacht, hä? So. Habt ihr gesehen, wie ich ausgewichen bin, hä? Wie geschickt, hä? Muss auch erstmal können. Was? Oh. Haha, nur meine gegeben. Zack, ins Gesicht und durch die Fresse durch. Also hindurch quasi, ne? Das ist so, ne? Ja, ist ja egal. Gut, alles klar, ich speichere jetzt. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh, da ist noch was. Da ist noch was. Nehmen wir auch schnell. Gut, alles Klärchen. Dann vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!